So schlecht singe ich jetzt auch wieder nicht. Herzlich willkommen zum X-Cosplay hier am leider letzten Tag der Any Night 2016. Wir wollen nicht lange fackeln, ihr freut euch schon sehr darauf. Und wir beginnen mit... Was? Wir beginnen mit Reza Ria als Azula von der Feuernation im Design von Hannah Alexandra. Ihr wisst ja, solange es ein offizielles Artwork als Vorlage gibt, ist das Cosplay zugelassen. Als nächstes sehen wir Fairy Scream Cosplay als Luca Megorin von Vocaloid, The Sand Play of the Singing Dragon. Jetzt kommt etwas aus dem GOT-Bereich. Ja. DJ Chan als Daenerys Targaryen.
Cocktail seht ihr. Ja. Was ist das bitte heute? Warum sind das alle so toll? Gutes Spiel, okay. Sehr gutes Spiel. Aus Undertale, Kai Caramba als Metaton X. Ich werde es mir irgendwann im Laufe der nächsten Tage geben. Spiel. Gut, das andere Spiel, aus dem der nächste Charakter kommt, kenne ich dafür sehr gut. Okay, wie war es mit... Ja. Dark Empress Hilda als Princess Peach in her wedding dress from Super Paper Mario. I am so fab. Check out, I'm blonde, I'm skinny, I'm rich, and I'm a little bit of a bitch. I wanna dress you up in silk, Tabitha. Tailor these clothes to fit your guilt. By the way, I don't see a ring. Jetzt aus Dragon Age Inquisition. Okay. Ihr macht das super, Leute. Ruth Dalgaris alias Alice the Insane. Aus Gunvolt Azure Striker? Nope. Dea Amata als Lumen. Wiederbeleben. Jetzt kommt von Kantai Collection. Okay. Das ist immer geil zu sehen, wie sie reagiert. Miharu Moto als Kubo Wo Q. Thank you.
Ich hasse es, aber ich habe es versprochen. Michio Nakajima als Hatsune Miku in ihrer Armor-Version. Ich habe genauso viel Angst wie ihr gerade. So, die hat jetzt wirklich jedes Jahr eins draufgelegt. Erst war sie als Alice McGee's hier, da hatte sie einen wiehernden Pferdekopf als Stab. Im Jahr darauf war sie so eine Reptile-Species aus Doctor Who. Dann kam der Rattentod und jetzt hat sie es wirklich endgültig geschafft, im kompletten Cover-Up zu sein. Als Godzilla. So, wir haben ja die vier Kategorien beim Ex-Cosplay: Schneidern, Bauen, Basteln, also das nennen wir Craften, und dann schwere und leichte Rüstung. Jetzt kommt halt das volle Kontrastprogramm zu dem hier, nämlich Palma Lukac als Teapot Afternoon Tea Time aus dem Artbook Artwork by Sakiso. Charakter kennt ihr bestimmt. Woran denkt ihr bei einem blauen Kleid und einer weißen Schürze? Aha, okay. Nein, Alice ist es nicht. Sabakun Noi als Belle. Oh!
sehr verrückt, ganz mitten im eigenen Stil, aber für uns hier nicht zu skurril, oder? Nein, ein Cosplayer können gar nicht zu irgendwas sein. Over the top ist immer noch gerade gut genug. Jetzt kommt Nadja Schmiedl als Cadet Armstrong aus Transformers Robots in Disguise. Mischung heute. Jetzt kommt Evil Siren als Jägerin Azumi in ihrer Bone Armor aus Monster Hunter. Teilnehmer ist wieder ganz besonders junger, nämlich 10 Jahre alt. Ich find das großartig, bitte. Also gebt ihr mal große Hand. Theo Kommasch alias TV als Annie aus League of Legends. Stolz. Jetzt. So, jetzt geht's wieder. Moment. Jetzt kommt Cat als Vegeta in seiner Super Saiyajin 4 Version aus Dragon Ball GT. Man-Boobs? What the fish? Das ist, ich weiß, dass das ein Mädchen ist.
Ja gut, ich habe jetzt wieder was auf der Zunge liegen, das schlucke ich runter. Die Nummer 17 lässt sich entschuldigen. Wir machen weiter mit Francesca Kastner aus Magical Girl of the End mit Lolo. Ein Mew kommt jetzt. Nämlich Sky Mitchett in dem Artwork von Cowslip. Facebook-User Lia als Project Riora aus League of Legends. Jetzt kommt, Gott sei Dank, wieder mal ein männlicher Cosplay. Dafür haben wir eh viele zu wenig. Also bitte, Burschen, traut's euch. Haru als Dante aus Devil May Cry 5. Wir machen mit dem schwachen Geschlecht weiter. Jason als Black Son Goku aus Dragon Ball Super.
bei der nächsten Cosplayerin bitte nur Musik, kein Referenzbild. Jetzt kommt Sarah Schwarz alias Ninja Carp. Ja, wie wäre das mit den Pokémon-Eiern und dann kommt sogar ein Carp raus? Ich kenne mich da nicht aus, macht nichts. Das kann mir sicher einer besser erklären, ne? Keine Pokémon-Go-Spieler hier? Na eben, denke mal ja. Instinct! Wähler! Mystik! ja! Was? Du auch, du bist auch super. So, jetzt kommt Ninja Carp als Alice aus Vocaloid. Bei der nächsten bitte wieder Referenzbild, danke. Was ist da schon wieder los? Und der Eddie ist vorne weg, wieso wundert mich das nicht? Weitergehen, weitergehen, weitergehen. Können wir mal die Jeopardy-Musik einspielen, bitte? Machen wir weiter. Jetzt kommt Koyandra mit einem Charakter aus Guild Wars 2. Sie hat mir erklärt, dass ihre Rüstung die eine und ihr Stab eine andere Version des gleichen Charakters ist. Ihr könnt das am besten beurteilen. Gibt der Elementalist einen großen Applaus. Der nächste kommt von einer ganz anderen Baustelle. Wie machen den wieder? Ne. Geht doch. Mr. Green als Edward Nigma alias The Riddler aus Batman Arkham Asylum. So, die 27 fällt leider auch weg. Und in der Zwischenzeit überlegt ihr euch, warum ist ein Rabe wie ein Schreibtisch? Er weiß die Antwort.
Jetzt seht ihr Elisabeth Muttenthaler als Madoka Kaname von Puella Magi Madoka Magica. Wahrscheinlich die Hauptcharakter Samus bekannter. Nichtsdestotrotz, geile Rüstung. Captain Schlachtschiff als Federation Trooper aus Metroid Prime. Coming to the tree? Nicht. Steffi als Katniss Everdeen aus den Hunger Games. Der nächste Charakter kommt mit seiner Mama. Agi-Hassan als Drogon aus Game of Thrones. So, nicht auf den Schwanz steigen. Als, ja, wir sind schon wieder mal durch, leider. Aber das Beste kommt ja immer zum Schluss. Nämlich, nein, du bist das Allerletzte. So, nein, vorher noch. Oh, Scheiße. Wer weiß, dass ich ihn lieb habe. Jetzt seht ihr vorher noch Muten Roshi als den Herrn der Schildkröten aus Dragon Ball.
So, der eine nicht ohne den anderen, Alex Akuma als Space Marine aus Warhammer 40k zusammen mit Sororitas. Schnell alle Cosplayer bitte für ein Gruppenfoto auf die Bühne. Anschließend starten wir mit dem. Cosplayer habe ich gesagt, nicht Maschinen! Und die zählen als Furries. So, anschließend findet hier der Otaku of the Year Wettbewerb statt und dann geht's weiter mit der Preisverleihung. Bleibt also sitzen, nochmal schnell aufs Klo gehen, dann wieder kommen, zuschauen, Spaß haben. Dankeschön! Yeah.